Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard im Lösnetz der PIN.DEC zusammen mit dem Philipp. Ein wunderschönen. Hallo. So, wie der letzte Folge, wir haben ja da ein bisschen was hochgestapelt. Wir haben den Wagen offline ein bisschen vorher hergefahren, haben jetzt Dorntorien genommen, weil maybe mit beidem Mann, schwierig. Du hast nicht fahren können, because der ist umgeflogen. Nein, bleib auf, nein! Die Eier sind schon auf Boden geflogen. Auf jeden Fall, der Philipp Stapel ist aber direkt ein Eier drauf. Ich hab's endlich geschafft, und zwar, ich hab meinen Steier ein bisschen gepimpt. Jetzt packt er das Mähwerk auf, mehr oder weniger. Er ist 300 PS anstatt 250. Also er hat's vorher geschafft. Ist halt nur für 160 PS ausgelegt, aber geht schon. Ja, doch. Also mit eurem Steier und so? Der ist bis 250 PS ausgelegt, also. So, warte, jetzt muss ich hier nochmal. Ja. Hauptgasufer. Flo, ja, ja. So, alles jetzt geht's ab. Wir haben jetzt auch Schwarzzusammenführung, wie ihr seht. Also, das ist. Es ist schön, und, sagen wir so. Unsere ist bis auf 30 PS ausgelegt dafür. Bis auf 30? Ja, ja. Achso, 30 mehr. Ja, ja. Achso, ist so. Danke, Joe. Das ist noch ein guter alter Steier. Da geht nichts kaputt. Naja, alt ist er nicht. Nein, ich mein. Nicht euren. Egal. Hallo? Ja. Immer so, ne, warum wackelt das? Was wackelt? Komm mal her. Ich ahne nichts. So geh gut. Mal Torion. Ja, ich weiß schon, was wackelt. Ich glaube, der Wagen. Der Wagen haut ab. Was? Tatsache, ich hab doch gesagt, der rutscht weg mit der Deichsel. Das ist doch nicht original. Aber nein. Irgendwie. Maybe. Der ruft doch die ganze Zeit vorne hoch und runter. Ich seh's. Der ist halt maximal überladen. Der ist halt so hoch, dass die mal die Spanngurte das mal erfassen können. Doch, so hoch geht's. Du bestimmt wirklich. Ja, ja, aber vorher war er noch eins höher. Wie ist denn so eine Palette? Das sind doch 1000 Liter, oder? Ja, ja, aber Wolle wiegt ja eigentlich nicht so viel. Kann auch vielleicht daran sein, dass es hupft, weil die Bordwand in der Deichsel steckt. Weiß ja nicht, ob das so soll, hier aber... Hier liegt noch ein Eierkarton. Sind doch Torion. Ich helfe dir jetzt mal, hier geht es ein wenig schneller. Ich fahr mal ein Stückchen an, vielleicht fangt sich wieder. Ja, ja... Er rutscht immer noch. Aber nicht mehr so schlimm, glaube ich. Geh mal du nach oben, ich schmeiße dir eben hoch und nachher, ja. So viel dazu, du hilfst mir. Ja, wieso? Geile Hilfe. Nein. Ja. Komm nicht. Hallo. Die werden kleine Kuchen reingemacht. Vorarbeit gelöscht. Perfekt. Gucken, komme ich ganz oben hin? Ja, verarscht. Müssen wir, halten die eigentlich mit Spanngurt, ja, ne? Ja, aber ich muss erst halt runter, ja. Wie man ihn nicht mehr rühren kann. Wie die gelandet ist. Oh, ne, schön. Nein, nicht Elektrorad, ich kriege wieder ein Copyright. Da. Nein. Ach, so. Wir sind fest. Wunderbar. Weiß dann wieder hier fest. Hier flaggen nur drei. Und liegt noch eine. Aber die landen da oben eigentlich alle ganz gut und bleiben auch. Naja, fast lieb. Ich weiß nicht, ob das den Eiern so gut tut, aber es ist ja. Ne, ich schläg dir so. Das ist ja außenrum eine Verpackung, also es geht ja noch. So, da flackt. Oh, Junge! Was magst denn du? Boah, die ist fast ganz oben, nein! Sie fällt mir runter. Oh, die ist schön, finde ich schön. Warte mal, mach einfach den Spanngurt weg und wieder hin. Ja, hab ich. Das sind alle Eier. Glaubst du, sind alle... Ja, sind Buschen. Ich kann nur mit Busch reingucken, aber wir sind, glaube ich, keine mehr. Ah. In dem Ding ist, glaube ich, auch nichts mehr. Also, doch, dann schau noch mal. Hier sind noch zwei, warte. Nein. Ja, ich bin noch da. Oh, Mann. Darf ich zu hart? Ey. Komm, die letzten zwei werden doch jetzt da wollen und aufgehen. Da ist noch eine. Oder einer, wie auch immer.
So, liegt da. Ja, doch, müsst ihr alles halten. Der war nicht mehr gelöst, den haben wir fest gemacht. Der Wagen geht halt richtig ab, Alter. Oh nein, ich lauf den mal. Oh, oh, Alter! Also 3 km/h oder sowas wird gesagt, ne? Das kann wenig dauern. Da vorne musst du halt jetzt übelst aufpassen, weil da wird's halt richtig schräg jetzt hier. Oder was heißt, ja, für den, also. Vollgas rüber, das geht echt, ja. In echt ist nicht ganz so schräg, aber für den Hänger ist es schon Killer. Vor allem, der hat halt eigentlich auch Auflaufbremse, sind aber Druckluftschläuche dran. Was? Wo fährst du noch? Ja! Drüben ran, damit ich nicht so schief komme. Ach so. Ich will da nicht das. Ich will da schön gerade drunter fahren, ey. Stell dir mal vor, ich will ein Auto fahren, jetzt kommt ein Auto und schießt dich weg. Oh nein. Ey, ich will Auto raschen. Weil ich habe rundum Leute und Warnblinkanlage ein. Alter, der Hänger schiebt, ich hab 7 drauf, leck mir mal. Ja, Junge, weißt du, wie viele Tonnen da drauf sind? Aber bei ist Wolle so schwer, ich glaub's nicht, oder? Wolle ist nicht so schwer. Alter, ich sind, glaube ich, Eier schwerer. Gut, die Eier liegen alle auf der Hinterachse, dem her, pfff, du denkst. Ja, das geht schon. Ich schau mal hoch auf 6. Aber muss jetzt... 6 geht! Ich hab dich im Glück, ich sieht alles gut aus. Aber man muss halt die schwarze Zusammenführung ist halt schon eine Erleichterung, weil wir müssen halt einfach nicht mehr schwaden. Also wir können direkt in pressen oder. Da ist was liegen geblieben. Ah, das ja, noch 10 Junge, jetzt geht's ab, pur. Und auf der Geraden muss auf, geht's, aber in der Kurve muss ich aufpassen. Ja, jetzt halt früh drauf latschen. Ja. Oh, nicht schön. Aber zum Glück haben wir es nicht allzu weit. Wäre hintenrum kürzer gewesen? Ich weiß es nicht. Überhaupt hin. Ich denke mal, da wo wir immer hin müssen, zur Konditorei und zum Wolleverkaufdings, das ist doch alles beim Krankenhaus da. Spinnerei. Also glaube ich noch zu wissen, dass da was war. So. Wolle zu Spinnerei. Eier. Wir sind später, aber so, gehen noch. Wenn eigentlich alle das ausmachen. Müsste da auch so schaffen. Mit Vieh um die Kurve rum? Müsste gehen, glaube ich, oder? Auf jeden Fall gehen. Ich bin hinten mit dem Torian am Arsch gerutscht. Ja. Ich bin auch noch in der Autobahnstrecke, dann willst du mich fahren. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Alter, ich hab 20 drauf. Naja, ich sehe schon. 30! Das ist nicht schon spitz, ne, 40 geht er, oder? 43. Der Hänger platzt auf 25 zu glatt. Und jetzt platzt er drauf. Oh ne, schön. Oh, leck, der Chef ist aber gescheit. Oh. Hä? Was war denn da? Ach, der Burschen! Als ob der Kolli hat. Ja, moin! Was bremsen! Der rutscht, der rutscht! Oh oh! Der Hänger steht ganz schief! Heilige Makrele! Alter! Naja, naja! Aber es geht, ja, sagen wir mal! Hm? Mit dem Steuer läuft jetzt. Bei mir meinst du? Ja. Ey, ich komm grad so hart. Nee, komm, weil ich war mit 4 über das Band. Oh. Stell mal vor, jetzt wird der Zug kommen und die Spanngurte lösen sich. Nein! Sag das nicht! Ich steh jetzt mit dem Tor hier drauf. Noch kann ich abkurbeln. Oh ne, shit, find ich geil. Alles macht schon Bock mit der Vico, mit dem Vico gesprochen. Oh. Ist schon nicht schlecht, du. Ich bin drüber. Perfekt.
Wegen was bleibt immer stehen, aber mal, ich kann da nicht vermeiden. Da ist halt so eine Kuppen. Und das war, glaube ich, schon die schwierigste Wiese. Also von Unebenheit, die anderen gehen, glaube ich, eher. Also bis jetzt geht's mit Vigo und einwandfrei. So, dann fahren wir da gleich rüber. Und wobei, sollen wir zuerst oben machen? Also du musst es dir mal anschauen, wenn ich bremse. Oida. Ja, da geht der voll rein. Und ich stelle das mal mit Weidemann vor. Bergab. Das wäre schon eine Katastrophe, Mann. Ach, der dritte. Oder stell dir mal vor, ich müsste jetzt über diesen ganzen Serpentinen fahren. Ja. Wir haben den Drescher halt komplett vergessen, ne? Dann muss er eigentlich weiter dreschen. Bei uns oder wo? Ja. Gerade habe ich gesehen, der läuft jetzt schon wieder. Was ist eigentlich der momentane Wollepreis? Ich roll halt einfach weiter. Was roll ich? Egal. 1100 und für Eier gibt es 2600 beim Supermarkt. Ach so, weil ich Dingens drin habe, deswegen. Ja, ich mähe unser Zeug mit. Das war jetzt Wolle oder Eier? Das ist jetzt immer noch Wolle. Okay. Eier gibt es am Supermarkt am besten, da habe ich gerade nachgeschaut. Hallo? Schreib mal kurz Torion ein. War es ein Fehler, Handgas rauszutun? Ich weiß es nicht. Oh. Da ist noch eine Palette. Bevor das ganze Zeug runter. Ich mach mal die Spanngurte weg, ne? Nein, nicht! Wir machen nur die hier weg. Oh, die bleibt so. Die bleiben stehen. Warte mal, lass mal das mal so. Ich mach kurz Pudler. Das sieht man auch nicht alle Tage hier, du. Alter! Ey, das ist so ein Kraft, wie herzufahren, ne? Wenn jetzt nur noch die Eier drauf sind, ich werde zu Vollgas knallen. So. Kleiner Feier. Ja. Du musst mir einen starken Bauer einmachen. Achso, ich sah an. Als ob dieses Geräusch. Ich helfe dir mal ein wenig. Was geht nicht? Ah, nein, da ist das Ding ist. Hä? Hey. Hätte noch irgendwann Spanngut. Ach, hier. Ja. Da ist auch noch einer. Oh, da sind sowas runtergefallen. Boah, das hat aber gut gegeben. 36.000 schon. Ah, die hängt hier noch irgendwo. Ne, hier da nicht. Da vorne. Ja, zack. Das ist alles runter. Wie das hier drauf aussieht, Alter. Bisschen noch einfach L. Nochmal L. Jetzt hat. Oh, scheiße. Sind wir 30.000? Würde mal sagen, gar nicht auf. Oh, nicht. No! Oh, also. Supermarkt. Lässt sich sehen. Oh. Ich hab da vielleicht, aber nur vielleicht was vergessen. Maybe. Oh, aber es fällt auch rückwärts. Was passiert? Da ist er hängen geblieben im Hänger. Was? Weil er so geschwänzelt hat. Wo bist du hängen geblieben? An der Laterne. Achso. Ich hab ein Problem. Hat er sie reinpackt? Ich höre keine Antwort, ist nie so gut. Komm ich ja echt durch mit dem? Oh, aber Alter. Ganz knapp. Flo, stell mal kurz den Torion ein. Da geht gar nichts mehr. Torion, was ist schon dein Problem?
Achso, warte, lass mich mal rein, lass mich wieder rein. Ich will ein Ei gerade, die Ei. Ja, das habe ich schon auch gewusst, das ist nicht anders, aber. Aber jetzt schon wegen Wunder, dass es da nicht hochkommen ist. Also, du hast schon gemacht. Oh, die ist wegen weit geflogen. 505 für Eier. Das geht aber. Hallo? Hier ist so eine Palette, die will er. Einen Karton, den will er nicht. Ah, jetzt hat er genommen. 42.000? Ah, ja. Vorher hatten wir 17, glaube ich. Ja. Ah, das wie lange haben wir jetzt gespart? Das waren jetzt wie viele Tage? Ah, ich hab schon wieder vergessen. So viele. Ja. So viele. Ich weiß gar nicht wie viel. Wir müssen uns halt auch nochmal zu dem Mühe, wenn wir mal gucken, wie viel da ist eigentlich. Aber ich glaube, da waren 2000 oder so Liter, glaube ich. Oder? Bis jetzt ist noch nicht allzu viel. Aber der Hänger, der geht eigentlich relativ schön nah. Ja, ja. Oh ne! 13.000 Liter Mühe schon. Eher, wir bräuchten da Wasser. Wir haben noch unser Wasserfass, da geht da auch Mühe, ne, oder nicht? Nee. Nee, stimmt, geht da nicht. Ja, dann holen wir uns das Fass von LSFM. Die schauen ganz geil aus immer. Das ist ein Universalfass, das ist glaube ich dann besser. Dann können wir uns zwei erklären. Weil er was gelübt hat. Junge, der fährst du der Korridor rein vorbei, sagst schon, ja, ich hätte hier Mühe abzuliefern. Und dann so, ja, okay, kannst du hinten hinfahren. Da kommst du schon mit dem Ölfassler. Nee, schön. Mach dann mal weiter, wieder mal Wische, ne? Mhm. Nee. Because. Ja. Warum nicht? Diese Season machen wir wieder Silagebahn, haben wir gesagt, ne? Ja. Wegen BGA und so. Yo. Die müsste man dann auch mal füttern. Podium wieder ranfahren. Da ist nichts mehr da. Echt? Ich dachte, hinten die Silos ist noch Ohrlager, da wo noch weniger was drin ist. Oder haben wir das Scheiß rausgeholt? Normal wäre schon alle weg. Ach so. Ja, nachher. Schwierig. Ah, nee. So noch was drin. Mach mal einen starken Bauer. Ah, der ist rein. Ja, da ist noch ein. Wir liegen noch bald bei der Fütterung. Eha. Und dann holen wir gleich mal einen Steier ran hier. Hast du den eigentlich schon gefilmt? Nee. Deinen? Ja. Nee. Den habe ich naturell belassen, weil es ist ja da noch. Ja, okay, passt. Brauche ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann Ding besser ziehen wird. Vor der Mischwang. Mann, der steht da dahin. Ich glaub's irgendwie immer noch nicht, dass das an der Leistung irgendwie scheitert. Das kann gut sein, wenn man so viel in den Bergen sind. Aber man muss ja mal ehrlich sagen, wie viel braucht denn der Futtermischwang? Da steht doch steht eine PS-Angabe bei. Achso, beim Futtermischwang? Ja, ja, beim Futtermischwang. Oh. Weil den hat er ja so Hilfe, also den hat er ja so ganz schwierig gezogen. Hm, da ist er. Den haben wir nämlich jetzt gleich ab, weil er noch auf der richtigen Bahnseite ist. Wir lassen ihn zwar noch bis vorne hinfahren, aber ist eigentlich wurscht, ne? Also, ah, Hafen haben wir hier, okay. Schau, Kollegas, ich bin da. Wie weit machst du das raus? Nicht so weit, okay. Okay, jetzt muss ich ein wenig draufdrücken. Wie hab ich mit den Futtermischwagen da reinbracht? Ich weiß es nicht. Doch, bitte bleib stehen. Ja, danke. Mach hinten auch schon mal auf, weil ich glaube nicht, dass vorne alles reingehen wird. Oder doch? Nee. Große Gruppe rein und dann mach mal Tage hier. Okay, ist mir abgestorben. Nee.
Da gibt Bauer noch ein Jahr, gell? Ja, ja. Dann sehe ich ihn rum hier. Gut gefrühstückt. Das war so gut gefrühstückt. Ist er leer? Ah, er ist leer. Ist doch alles reingegangen. Nee, komm nicht raus. Ich muss. Oh, raus. Zwei Drehen. Ich im rückwärts schieben. Angenehm. Moment mal, Flo. Ja, was denn? Mein Steuer ein. Ja. Dreh gerade nur schnell. Da kann ich es leider auch schon. Ja. So. Ach, ach, da war das gute alte Problem wieder, ne? Maybe. Vielleicht. War da was. So, jetzt denken wir mal dran, damit wir es anmachen. So. Vielleicht einmal umdrehen hier. Der Baum hängt halt immer noch. Kannst du mir sagen, was willst? Hm? Der Baum hängt immer noch. Kannst du mir sagen, was willst? Was für ein Baum? Ja, der, wo man, der, wo hier vorne steht halt. Baum halt! Ach so, beim, bei Kurstall. Ja. Also der Gute. Ja, mei, kann man nichts machen. Alter, ich wollte gerade einschalten, gell? Direkt abgestorben. Ich mach doch nochmal vor mir. Ja, du. Das. Boah, dann holen wir mal den Weidemann ran hier. Oh, da war ein Hubel. Liefer unsere Mische zweimal Stroh? Nee. Nee. Zweimal. Einmal Stroh, dreimal Heu, zweimal Silage. Ja. Oder? Normalerweise schon. Oh. Aber liebe Leute, wir sind tatsächlich mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt also die Moderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet doch auch keinen Cent und den roten Knopf drauf werden. Falls ihr nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Eingang. Immer ist ein Snap-Hin.de zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.